Guten Abend. Herzlich willkommen zu Ihrem Gesundheitsmagazin. Willkommen zu Rundum Gesund. In Deutschland sind derzeit ungefähr 1,7 Millionen Menschen an Demenz erkrankt. Jedes Jahr gibt es zwischen 250.000 und 300.000 Neuerkrankungen. Die häufigste Form der Demenz ist Alzheimer. Und um diese Erkrankung geht es heute bei uns. Wir gucken nachher bei Animal ins Gehirn und schauen, was nach heutigem Kenntnisstand bei Alzheimer genau das Problem ist. Außerdem gucken wir uns auch an, ob man fleischlos glücklich wird und was drin ist in den Wurstalternativen ohne Fleisch. Und wir beginnen jetzt mit einer ganz anderen interessanten Geschichte. Stellen Sie sich mal vor, Sie stehen auf dem Dach eines Hochhauses, gucken in die Tiefe. Ist das okay für Sie oder bekommen Sie da möglicherweise ein mulmiges Gefühl? Vielleicht sogar richtig Panik? Für Menschen mit Phobien, sei es vor der Höhe oder auch vor Tieren, Spinnen, forscht das Unity Lab der Hochschule Heilbronn, wie sich Phobien in der virtuellen Realität therapieren lassen. Wir waren dort und haben uns angeschaut, wie weit das Projekt ist. Schritt für Schritt in luftiger Höhe, nur ganz knapp vom Abgrund entfernt. Für Menschen mit Höhenangst könnte dieser Balanceakt in der virtuellen Welt in Zukunft ein Weg zur Heilung sein. Ein Großteil der Leute werden heutzutage mittels einer Konfrontationstherapie behandelt. Das ist aber nur eine geringe Menge. Es gibt viel mehr Personen in Deutschland, die dann an einer Form von Angsterkrankung leiden. Und das Projekt hat sich das Ziel gesetzt, diese VR-Therapie mehr in die Ambulanzen zu bringen. An der Hochschule Heilbronn läuft das Projekt, das auf den Namen Evelyn hört. Seit 2 Jahren experimentieren Gerrit Meixner und sein Team daran. Doch wie genau funktioniert Evelyn? Studentin Lea macht für uns den Test. Lea setzt jetzt die Brille auf und dadurch sieht sie eigentlich nichts mehr aus der Realität, sondern ihre visuelle Wahrnehmung wird über computergenerierte Bilder ersetzt. Und zum anderen haben wir hier ganz viele Kameras, die Lea ihren Körper aufnehmen. Also wenn die Lea jetzt mit ihrem Arm in Bewegung macht, wird es auch in der virtuellen Realität angezeigt. Um bei den Patienten Angst auszulösen, kann das Programm unterschiedliche Umgebungen erzeugen. Höhenangst, die Angst vorm Referieren oder die Angst vor Spinnen. Auf einer sogenannten Locomotion-Plattform testet Lea, wie lebensecht die virtuellen Szenarien tatsächlich erscheinen. Mithilfe der VR-Brille wird sie gleich auf ein Hochhaus befördert. Ja, ich bin schon ein bisschen nervös, aber ich glaube, dass so ein Höhentrainingsding wird, ist jetzt für mich eher weniger problematisch. Ich habe es jetzt auch vorhin schon mal in der VR gesehen. Trotzdem bin ich gespannt. Andreas Mehlmann begleitet den Versuch. Er ist Heilpraktiker für Psychotherapie. Bei der Behandlung von Angstpatienten hat er die VR-Brillen schon angewendet. Immer wieder komme ich bei Patienten nicht mehr weiter. Und da habe ich weitergedacht und habe ich über virtuelle Reality-Brille nachgelesen und dann habe ich probiert mit Patienten, die Schwierigkeit hatten mit Vorstellung oder die sich nicht gewagt haben, da draußen mit Situationen zu konfrontieren. Wie das Forschungsteam der Hochschule Heilbronn sieht auch er in der VR-Technik eine Alternative zur herkömmlichen Konfrontationstherapie. Das ist, macht keinen Unterschied, ob der Patient das in echt sieht oder in virtuelle Brille oder wenn dem Patienten seine Vorstellungskraft so stark ausgeprägt ist. Ja. Der Gehirn verarbeitet die Information als im Echt. In der virtuellen Realität werden Angstpatienten mit ihren schlimmsten Ängsten konfrontiert. Da sie aber wissen, dass es sich nur in ihrer Vorstellung abspielt, bleibt die Eskalation aus. Im Optimalfall sind sie nach wiederkehrender Konfrontation geheilt. Auch Lea, die eigentlich nicht an Höhenangst leidet, lässt das Szenario nicht kalt. Es ist ungewohnt und ich glaube, wenn man wirklich Angst vor Höhe hat, dann ist es schon echt eine Herausforderung. Andreas Mehlmann ist gespannt, wie es Lea in der virtuellen Welt ergangen ist. Und Lea, wie haben Sie sich gefühlt ganz am Anfang? Also es ist richtig ungewohnt, wenn man an die Kante kommt, hat man auch wirklich so einen kurzen Moment, wo man denkt, oh, jetzt darf ich nicht näher kommen. Ich glaube, für jemanden, der Angst hat, ist es noch viel schwerer auszublenden, dass es halt nicht real ist. Haben Sie auch gemerkt, dass bei Ihnen ein Herzschlag sich erhöht hat? Oder? Ja, also gerade so, wenn man fällt, dann ist es schon so ein kurzer Moment, wo man ein bisschen Panik kriegt.
Der ganze Prozess der Therapie wird effizienter. Der Therapeut hat weniger Vorbereitungsaufwand, weniger Durchführungsaufwand. Stellen sich beispielsweise Höhenangst vor. Sie müssen also mit dem Probanden auf ein hohes Gebäude, auf eine Treppe, ähnliches, kostet Vorbereitungszeit. Und vor allen Dingen, es kann ja nach wie vor noch irgendwas passieren. Sie begeben sich ja in eine reelle Gefahr. Mit einer virtuellen Therapie ist die Erfolgsaussichten genauso gut. Der Effekt ist der gleiche. Auch für Professor Meixner sind die Erkenntnisse aus den Tests sehr wichtig. Wie real war es denn gewesen für Sie im Endeffekt von der Skala 1 bis 10? Wobei 10 möglichst real. Also der Einstieg ist schwierig, deswegen am Einstieg vielleicht eher so bei 5. Aber es wird dann schon Richtung 8. Also ich hatte das im Hinterkopf, dass mir nichts passieren kann, wenn ich jetzt da noch einen Schritt runter mache. Aber ich glaube, wenn man sich da langsam dran gewöhnt und vielleicht auch sich zuerst an die Welt gewöhnt und dann erst auf dem Dach steht, dann ist das schon ziemlich real. Ja. Ab 2020 soll Evelyn in der Psychotherapie eingesetzt werden. Dann könnte Angstpatienten durch den Ausflug in die virtuelle Welt geholfen werden. Unser Hauptthema bei Rundum Gesund ist heute eine Krankheit, die sehr vieles verändert. Im Leben der Betroffenen, die meistens schon lange ahnen, dass etwas mit ihnen nicht stimmt, aber auch im Leben der Angehörigen. Eine Demenz kann schwer belasten. Dieses krankhafte Nachlassen der geistigen Leistungsfähigkeit geht weit darüber hinaus, dass jemand im Alter einfach nur vergesslich wird. Und es trifft nicht nur die Älteren. Es gibt auch Menschen, die schon in den 40ern oder 50ern betroffen sind und in einer Pflegeeinrichtung untergebracht werden müssen. Einer davon ist Jürgen Rehm. Noch vor 1,5 Jahren führt Jürgen Rehm ein normales Leben. Damals wohnt er in Frankfurt, arbeitet als Betriebswirt. Seine Karriere ist ihm wichtig. Doch plötzlich fallen ihm einfache Aufgaben schwer. Ich hab's gemerkt beim E-Mails runterladen und weiterversenden. Das hat gar nicht mehr funktioniert. Und daraufhin dachte ich dann doch, weil mein Kollege sagte, ich glaube, du musst mal zum Arzt gehen. Und dann hat sich das, dann kam es ins Rollen mit der Krankheit, mit dem Krankheitsbild erstmal. Ja. Der Arzt lässt ihn Tests machen. Im August 2017 bekommt er die Diagnose. Im ersten Moment war ich natürlich geschockt, weil mit Demenz, dann denkt man an ältere Menschen, aber nicht an einen jungen Kerl. Es hat dann schon ein bisschen Spuren hinterlassen. Ich habe es erst mitgekriegt, als er angerufen hat und gesagt hat, bei mir stimmt's nicht im Oberstübli. So hat er es gesagt. Er ruft öfter an und macht irgendwelche komische Witze. Habe ich mir eigentlich gar nichts dabei gedacht. Ein Witz war es nicht. Jürgen Rehm ist demenzkrank. Dabei ist er erst 50 Jahre alt. Er muss seinen Job aufgeben. Für einige Zeit zieht er zu seiner Familie. Denn vieles im Alltag klappt nicht mehr. Ich lasse öfters mal die Türen offen stehen am Auto. Ich steige aus und laufe weg. Kommt dann aber irgendwann wieder. Aha, da war doch was. Einmal zurück und Türe schließen. Jürgen Rehm braucht Hilfe, aber er will selbstständig leben. Ein Jahr sucht die Familie nach einer Bleibe. Doch nur wenige Pflegeeinrichtungen eignen sich für so junge Patienten. Sie wenden sich an Michael Wissosek. Er leitet eine Seniorengenossenschaft in Riedlingen. Michael Wissosek hat gleich gesagt, was möchtet ihr hier? Zu den alten Leuten sitzen und Kaffee trinken? Und dann haben wir gesagt, nee, genau, das möchten wir eigentlich nicht. Das haben wir in alle anderen Einrichtungen schon gesehen, was ich mir anguckt habe. Dann hat er gesagt, der muss mitarbeiten, der kann doch nur schaffen, der kann doch selbstständig leben. Und das hat dann, ja, und dass dann hier die Wohnung frei ist. Das war ja ein Sechser im Lotto. Mit der Hilfe seiner Schwester bezieht Jürgen Rehm seine neue Wohnung in der Pflegeeinrichtung. Ja, es beginnt für mich ein neuer Lebensabschnitt, würde ich sagen. Ja, ich freue mich jetzt auf die neue Wohnung, auf jeden Fall. Und das andere, was alles so passiert, das wird sich dann alles so, und Step by Step wird sich das alles in die Reihe finden. Das Konzept in Riedlingen heißt integratives Wohnen. Wer hier lebt, hat eine eigene Wohnung, bekommt aber Hilfe von Pflegekräften, falls nötig. Unsere Betreuungsgruppe ist hier sogar auf dem gleichen Geschoss.
Er kann täglich rübergehen. Wenn er Sorge hat, kann er kommen. Wenn er Fahrdienste braucht, kann er bei uns kommen. Wir machen das mit ihm. Eigentlich bietet mir rundum Hilfe. Doch sich immer nur helfen lassen, das will Jürgen Rehm nicht. Ihm ist es wichtig, eine Aufgabe zu haben. In der Einrichtung serviert er den älteren Gästen das Mittagessen. Ihnen will er nicht so sehr als Mitpatient begegnen, eher als Helfer. Ja, dann kriegt man dann auch ein Feeling für die ganzen Leute, die hier sind. Und ich muss mich ja auch vorstellen, den einen und den anderen bringst du jetzt mit der Suppe verteilen. War das eine ganz gute Sache schon mal. Dann hat man zumindest mal den meisten in die Augen schauen können. Was die Zukunft bringt, das lässt Jürgen Rehm auf sich zukommen. Nach dem Umzug wohnt er wieder nahe bei seiner Familie. Die Geschwister versuchen, die Erkrankung mit Humor zu nehmen. Das Thema ist so ernst, da kann man nicht den ganzen Tag darüber unterheilen. Aber es ist ja selber so, wenn wir mit dem Schubkarre irgendwas zusammengeräumt haben auf dem Hof bei uns, hat er wieder die Schubkarre irgendwo stehen lassen. Sei Joker, Schubkarre. Dann hat er gesagt, ja, das einzig Gute an der Krankheit ist, dass du immer in Bewegung bist. Tja, mit Humor nehmen die Krankheit. Bei uns ist jetzt Daniel Tutzmann, Pflegewissenschaftler aus Köln. Herzlich willkommen bei uns. Dankeschön. Sie merken, wir wollen also dieses Thema jetzt nicht so, sage ich mal, wissenschaftlich angehen, sondern wir wollen uns nachher auch darauf konzentrieren, was Angehörige brauchen, was Demenzerkrankte brauchen. Aber jetzt müssen Sie uns trotzdem am Anfang vielleicht mal erzählen, wir haben gerade einen relativ jungen Mann gesehen, der erkrankt ist. Warum erkranken auch Junge? Man denkt immer, es werden die Älteren, die mit dem Gehirn Probleme bekommen. Ja, also es ist schon so, dass die Wahrscheinlichkeit, an einer Demenz zu erkranken bzw. eine zu entwickeln, mit dem höheren Lebensalter steigt. Das ist bekannt. Es gibt aber durchaus auch junge Patienten, die sehr viel früher, aufgrund der Ursachen sind nicht ganz klar, Stoffwechselveränderungen, eine Alzheimer-Demenz dann meistens erleiden. Mhm. Gibt auch einen ganz kleinen Faktor, der erblich bedingt ist. Ne? Richtig. Wo kann man sich am besten hinwenden, wenn man Probleme an sich oder an einem Angehörigen bemerkt? Nun, die erste Anlaufstelle wäre wahrscheinlich, sich an einen Arzt zu wenden. Für viele Patienten bzw. auch für viele Angehörigen ist das aber schon meistens eine relativ hohe Hürde, das zu machen. Da wäre es sinnvoll, sich zum Beispiel an die Alzheimer-Gesellschaft zu melden, die gut vernetzt ist und sehr viele Ratgeber geben und da einfach viel Erfahrung haben. Genau, es gibt auch Vorträge, kann man sich erstmal informieren und so. Vielleicht müssen wir mal grundsätzlich klären, weil ich denke mir, es gucken vielleicht einige Ältere zu, die auch immer sagen, Mensch, neulich wieder einen Schlüssel vergessen, Fenster nicht zugemacht. Also was ist normale Vergesslichkeit und wo kann man ganz klar sagen, das könnte eine Demenz sein? Also beruhigend kann man sagen, dass Vergesslichkeit nicht grundsätzlich für eine Demenz spricht. Das muss der Fall nicht sein. Ich selber vergesse auch gerne mal Dinge. Interessant oder schwierig und aufmerken muss man dann, wenn bestimmte Phänomene sich mit Vergesslichkeit paaren, sodass man weitaus häufiger zum Beispiel Probleme hat, Worte zu finden oder sich im Raum nicht mehr richtig orientieren kann. Plötzlich, man weiß, wo man ist, aber sich selbst dazu nicht mehr in Bezug zu einem Ziel setzen kann und tatsächlich desorientiert ist, dann sollte man sich wirklich Gedanken machen, einen Experten aufzusuchen. Zum Beispiel auch, wenn man so komplexe Dinge nicht mehr kann, wie sich Spielregeln merken, sich zurückzieht bei Gesellschaftsspielen, weil einem die Regeln zu kompliziert sind oder auch Wortfindungsprobleme, also gesagt, wenn man anstelle von Baum immer nur sagt, das Ding mit den Blättern oder sowas. Ne? Richtig. Sobald Sie Aufgaben erledigen, was man im Film ja auch gesehen hat, die etwas komplexer sind, das war ja das Beispiel mit den E-Mails, die zu bekommen und weiterzusenden, da sind verschiedene Abläufe, die Sie kognitiv durchdringen müssen. Und da wird es dann deutlicher. Also wenn viele dieser Symptome auftreten und wenn sie in einer häufigen Frequenz auftreten, dann sollte man es zumindest mal checken lassen. Richtig. Lassen Sie uns mal an Annie gucken, was denn überhaupt bei einer Alzheimer-Erkrankung passiert. Ich habe ja anfangs gesagt, wir wollen nicht zu wissenschaftlich werden, aber ein bisschen wollen wir schon auf ihr Gehirn eingehen, um zu gucken, was da abgeht. Man kann jetzt sehen, dass das Gehirn bei Alzheimer-Erkrankten deutlich auch an Masse abnimmt. Ich glaube, es sind um die 20%. Mhm. Warum? Das hängt mit dem Gewebeverlust. Also das Gehirn ist ja, besteht ja aus Nervenzellen in erster Linie und diese sterben ab. Ja. Und das heißt, dass
die toten Zellleibe, die werden ja auch abgetragen, sage ich mal. Und dadurch verlieren sie an Masse. Ja, das muss man sich so ein bisschen, ich formuliere das salopp, als Lochfraß im Gehirn vorstellen. Aber so sieht es dann wirklich aus, wenn man bei einem bildgebenden Verfahren auf die Gehirne von Alzheimer-Erkrankten schaut. Ja. Ein weiterer Schlüssel bei dieser Krankheit ist eine Ablagerung zwischen den Neuronen, die sich Beta-Amyloid-Plaques nennt. Das können wir hier ganz gut drauf sehen. Das sind diese gelben, also die blauen, das sind die Neuronen, das sind die Gehirnzellen. Und diese gelben, das ist im Grunde genommen ein Stoffwechselprodukt, was nicht richtig abgebaut wird. Richtig. Es gibt da noch unterschiedliche Ideen oder Theorien darüber, was genau jetzt der Auslöser ist. Aber es ist immer ein Zusammenwirken verschiedener Sachen. Und das, wie Sie gerade erklärt haben, sind diese Ablagerungen, die unter anderem für den Nerventod der einzelnen Zellen verantwortlich mit sind. Ja, ganz genau. Also es gibt bestimmte Forscher, wie zum Beispiel Professor Christian Haas von der LMU München, der sagt, diese Plaques, die setzen eine Art kaskadenartigen Vorgang in Bewegung und der führt letztendlich dazu, dass Gehirnzellen immer mehr absterben. Was für Therapien gibt es, beziehungsweise weiß man auch, in welchen bestimmten Arealen sich das im Gehirn abspielt? Nun, man kann jetzt diese Stoffwechselvorgänge nicht auf einzelne Areale wirklich festmachen. Also, sie spielen sich im Gehirn global ab und je nach Patient, je nach Krankheitsverlauf kann sich das in bestimmten Arealen stärker niederschlagen als in anderen. So treten auch bestimmte Symptome bei manchen früher auf als bei anderen. Deswegen ist es natürlich auch schwierig mit der Therapie. Also die einzige Therapie, die wir bisher kennen und die noch immer noch nicht sonderlich erfolgsversprechend sind, sind die medikamentösen Therapien, um diese Stoffwechselvorgänge einzudämmen. Damit kann man aber die Krankheit nicht heilen, sondern man kann sie maximal verlangsamen, Fortschritt verlangsamen. Genau. Und das Tückische an dieser Krankheit ist, auch wenn wir nochmal jetzt das Gehirn sehen, ist, dass diese Vorgänge, also diese Ablagerungen im ganzen Gehirn oder in den unterschiedlichen Arealen des Gehirns dann passieren oder ihren Ursprung haben, wenn man die Symptome noch gar nicht merkt. Richtig. Also es geht so meistens mit Mitte 40, Mitte 50 nimmt diese Krankheit ihren Lauf im Gehirn, aber man kann es noch nicht nachweisen letztendlich. Das ist richtig. Albert Einstein hat ja dieses schöne Zitat mal gebracht, wir benutzen ja nur 10% unserer geistigen Kapazität oder des Gehirns. Wir verlieren an Nervengewebe und bevor wir es wirklich merken, ist schon ein guter Teil der Krankheit fortgeschritten. Ja. Das heißt, die Symptome kommen dann, wenn es halt schon eigentlich zu spät ist. Wir reden die ganze Zeit über Alzheimer, wollen aber nicht verschweigen, dass es natürlich noch andere Demenzen gibt, andere Demenzformen. Und auch bei Alzheimer sagen wir immer, es ist die häufigste Form, aber eigentlich müsste man sagen, es ist die häufigste Diagnose. Richtig. Ja. Richtig? Warum? Ja. Die Sache ist die, dass die meisten Demenzformen eigentlich in Mischform auftauchen. Gerade dadurch, dass sie ja meistens Menschen höheren Lebensalters betreffen, haben wir auch immer einen Anteil von vaskulärer Demenz, also einer Demenz, die dadurch begründet ist, dass die Blutgefäße zugrunde gehen im Gehirn und deswegen Teile des Gehirns nicht mehr so gut mit Sauerstoff versorgt werden und dadurch absterben. Aber es gibt auch andere neurologische Erkrankungen, wie zum Beispiel Parkinson, die sich da auch negativ auswirken können. Daher ist die Differenzierung auch schwierig und in der Regel handelt es sich um Mischformen, das kann man schon so sagen. Das Interessante bei Demenzkranken ist ja auch, dass, also das muss man sich wie so ein Bücherregal vorstellen, wo immer die neuesten Bücher wegfallen, aber ältere Bücher noch erhalten sind. Das heißt, Sie können sich an ältere Dinge erinnern, aber an Sachen, die Sie so die letzten Tage, Wochen oder sogar Stunden erlebt haben, nicht mehr. Es ist also vor allem das Kurzzeitgedächtnis betroffen, richtig? Das ist richtig, ja. Ja, das ist natürlich eine, in der heutigen Zeit eine absolut fatale Erkrankung. Wir reden gleich noch drüber, was man mit solchen Menschen tun kann, wie man auf sie eingehen kann und vor allem auch, wie sich Angehörige richtig verhalten können und wie man Angehörige auch unterstützen kann. Danke erstmal bis hierhin. Ja, ich hatte es gerade am Anfang und auch eben schon gesagt, für Angehörige eine enorme Belastung, allen voran natürlich für die Lebenspartner. Aber wie heißt es ja so schön bei der Hochzeit? In guten wie in schlechten Zeiten. Ne? Das Ehepaar Mauser hält nach der Diagnose Demenz ganz fest zusammen und geht im wahrsten Sinne des Wortes seinen ganz eigenen Weg. Beide sind nämlich Wanderfans. Treffpunkt Esslingen am Neckar. Von hier aus geht es in gemächlichem Tempo 6 Kilometer weit durch herbstliche Weinberge.
Lust am Wandern heißt das inklusive Angebot. Menschen mit und ohne Handicap sollen draußen Spaß an der Bewegung haben. In der bunt gemischten Gruppe wandern auch wieder Karl und Dorothee Mauser mit. Wir saßen im Bus und er hat gestrahlt. Seither strahlt schon, bist dankbar. Oder wird es daheim schöner? Ja, neu. Gell, ist doch schön hier, oder? Ja. Finde ich auch. Und die herrlichen Blätter und die Farben und die liebe Leute, gell? Hinten, genau gegenüber von uns, mit dem Backstein-Kirchturm, das ist Hädelfingen und hinten raus geht's nach Rohrager. Bei Karl Mauser wurde vor 5 Jahren Alzheimer-Demenz diagnostiziert. Seither pflegt und betreut ihn seine Frau Dorothee zu Hause. Die Wanderung in vertrauter Umgebung weckt Erinnerungen. Wunderbar, oder? Findest du das auch? Guck mal. Ja, natürlich. Ah, das ist doch, und, ja, aber da die Farbe. Ich öfters dabei. Natürlich. Karl Mauser muss aufgrund seiner fortgeschrittenen Demenz rund um die Uhr betreut werden. Früher selbstverständliche Tätigkeiten wie Anziehen oder Schlafen legen, kann er nicht mehr alleine bewältigen. Dorothee Mauser ist seitdem im Dauereinsatz. Mir geht es gesundheitlich recht gut und ich bin sehr aktiv immer schon gewesen. Aber ich komme oft doch an meine Grenzen. Ohne die Angebote würde es niemand schaffen. Früher gab es die Großfamilie, die hat man heute nicht mehr. Unsere Kinder sind weit weg und ich möchte meinen Mann doch gerne zu Hause wirklich ihm beistehen, ihn pflegen und dass er da ist. Wie lange das geht, weiß ich nicht. Demenzerkrankte und Angehörige können hier Kraft und Mut schöpfen. Aber nicht nur sie. Hier kann jeder mitwandern, der Lust hat. Die Initiative zu diesem Projekt kam vom Demenz Support Stuttgart, der den Schwäbischen Albverein als Kooperationspartner mit ins Boot holte. Wir haben als Demenz Support Stuttgart uns überlegt, wie kann das gelingen, dass Menschen, die Probleme haben, kognitive zum Beispiel, also sprich Demenz, Teil der Gesellschaft bleiben können und die Dinge tun können, die ihnen wichtig sind, zum Beispiel wandern. Und daraus ist dann in einem längeren Prozess das geworden, was wir jetzt hier heute auch erleben, dass man gesagt hat, wir machen Angebote so, dass das auch möglich ist, dass solche Menschen dabei sind. Ortswechsel. Das Annemarie Griesinger Haus in Gerlingen. Auch hier wird Gemeinschaft und Inklusion gelebt. In einer ganz besonderen Wohngemeinschaft. Auf knapp 380 Quadratmetern leben 10 Menschen mit Demenz in ambulant betreuten Wohngruppen zusammen. Die Bewohner werden rund um die Uhr von Alltagsbegleitern betreut. Alles dreht sich um die gemeinsame Tagesgestaltung. Das Wichtige ist eigentlich, dass man soweit die Selbstständigkeit der Bewohner so weit wie möglich erhält. Das heißt, dass man sie eben dahingehend begleitet, dass sie quasi Unterstützung erhalten, soweit sie das brauchen. Mhm. Egal, ob das jetzt bei der Körperpflege, bei der Wäsche, bei Müll rausbringen oder so ist, aber dass man sie bei allem beteiligt, sodass der ganz normale Alltag wie zu Hause auch stattfindet. Wieder kommt der. Für die Angehörigen von Demenzerkrankten bedeutet dies eine große Entlastung. Gleichzeitig sind sie eng in das WG-Leben mit eingebunden. Jeden Mittwoch gehen wir rüber in die Chorprobe und die sind einfach mittendrin. Zum Teil singen sie, der Gary, der tanzt einfach mit. Mein Vater gibt manchmal einen Kommentar, ob das jetzt ordentlich war, was wir da machen oder nicht. Das ist eine ganz tolle Sache. Jeder hat seine Aufgabe in der Gemeinschaft. Doch wie es sich für eine richtige WG gehört, gibt es natürlich auch viele Freiheiten. Das ist für viele am Anfang ein bisschen schwierig. Aber wir haben den großen Vorteil, wir können auch mal meckern. Knapp 2.500 Euro pro Monat kostet ein Platz in der Wohngemeinschaft. Bei Pflege- und Krankenversicherungen können unter bestimmten Voraussetzungen Zuschüsse beantragt werden. Die Wanderung durch die Weinberge geht zu Ende. Man hat gar keine gemeinsamen schönen Erlebnisse mehr. Und das bietet so eine Wanderung. Und das ist das, was viele Angehörige und sogenannte Betroffene auch genießen. So wie Karl und Dorothee Mauser. Und mir tut es meiner Seele gut. Und wenn mir es gut geht, dann geht es mir auch gut. Jawohl. Genau, das ist es. So kann manchmal selbst eine kleine Wanderung eine große Unterstützung sein. Tja, süß das Pärchen.
Daniel Tutzmann noch immer bei uns, Pflegewissenschaftler aus Köln. Wir haben es ja gerade im Film gehört, solange Eigenständigkeit erhalten oder Selbstständigkeit erhalten wie möglich. Sagen Sie uns doch mal, auf was müssen sich Angehörige einrichten, wenn jemand im näheren Umfeld an Demenz erkrankt? Nun, zunächst einmal ist ja der Prozess in der Regel relativ langsam. Er geht über einen längeren Zeitraum hinweg. Das heißt, man hat Zeit, sich darauf einzurichten. Aber man muss sich natürlich darauf einstellen, dass die geliebte Person durchaus Veränderungen durchmacht, dass sie nicht mehr so leistungsfähig ist, dass sie nicht mehr so zuverlässig ist. Man verlegt Dinge, man vergisst Sachen. Und die Angehörigen müssen beginnen, für diese Person mitzudenken. Wie verhält man sich denn am besten? Weist man darauf hin? Weil gerade am Anfang der Krankheit ist es ja so, dass die Erkrankten durchaus merken, dass mit ihnen was nicht stimmt. Nun, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Es ist eine Frage, wie wir mit Fehlern umgehen, was für eine Kultur dahinter steht. Und ich würde grundsätzlich empfehlen, das durchaus anzusprechen, aber immer wertschätzend. Es darf einfach kein Vorwurf sein. Ich meine, es ist Teil der Erkrankung, dass man beginnt, immer mehr Fehler zu machen. Ja. Und trotzdem darf ich als Person oder als Mensch deswegen nicht weniger geschätzt werden. Dennoch muss man ja sagen, ich sag mal, der normale Bürger muss ja auch möglicherweise noch arbeiten, hat andere Verpflichtungen. Wir leben ja nicht mehr in Großfamilien, wo man so eine Erkrankung auffangen könnte, auf großen Höfen oder sowas, wo dann, wenn dann Opa ein bisschen tüdelig geworden ist, dann denkt jeder mit. Ab wann muss man oder sollte man sich als Angehöriger wirklich professionelle Hilfe holen und wann überfordert es einen auch die Pflege eines solchen Menschen? Ja, ich denke, es gibt keinen klaren Nullpunkt, den man setzen kann. Das ist personenabhängig als Angehöriger, wie viel Zeit ich habe. Bin ich selber noch arbeitstätig tatsächlich? Das ist eine wichtige Frage. Ich denke, sinnvoll ist es, oder das zeigt die Erfahrung, dass man an die Pflegekassen herantritt, wenn der Mensch beginnt, der Betroffene, mehr und mehr Hilfe zu benötigen. Mhm. Wenn ich darüber schon hinaus bin und jetzt selber in der Rente zum Beispiel bin und meine Frau oder mein Mann oder mein Vater pflege, stellt sich die Frage, ab wann beginnt mein Körper an, Alarmsignale zu zeigen? Wenn die Menschen beginnen, schlecht zu schlafen, selber Anspannung zu erleben und Angst zu haben, das sind alle Stresssymptome. Und da ist es dann höchste Zeit, wirklich über ein hohes Maß auch an professioneller Hilfe nachzudenken. Lassen Sie uns noch einen Satz über Prävention, also Vorbeugung, reden. Solche Sachen wie Sudoku, Gehirn, Jogging, hilft mir das im Alter, fit zu bleiben im Kopf? Oder sind das andere Dinge? Ja, es ist auch eine sehr gute Frage. Die Amerikaner haben vor einigen Jahren eine recht große Metastudie angesetzt und herausgefunden, dass es keine Schutzfunktion solcher Übungen gibt, beziehungsweise es entsteht keine Schutzfunktion für die Patienten. Aber wer rastet, der rostet. Je mehr ich mein Gehirn anstrenge, indem ich Neues zusätzlich lerne, desto mehr baut sich das Gehirn ja grundsätzlich aus. Das heißt, desto mehr Puffer habe ich nach hinten raus, sodass ich mit der Erkrankung länger leben kann. Ja, da gibt es ja auch den wichtigen Satz, use it or lose it beim Gehirn. Das heißt, da sollte ich dann anfangen, Sprachen zu lernen, tanzen, irgendwas, was ich vorher noch nicht konnte. Richtig. Das hilft mir mehr. Am besten etwas sein, womit Sie vorher überhaupt keine Berührungspunkte hatten. Eine komplett neue Fremdsprache, die vielleicht auch wirklich fern ist von der eigenen. Also nichts, was zum Beispiel auf dem Lateinischen aufbaut. So, das wäre eine immense Anstrengung für das Gehirn. Ein Musikinstrument, wenn man vorher keins gespielt hat. Sportarten, Tanz, ja, all diese Sachen sind für das Gehirn und für den Menschen an sich eine immense Wertschöpfung. Mhm. Es gibt auch Demenzkranke, die nicht so fröhlich diese Krankheit erfahren, sondern die richtig aggressiv werden. Wie geht man mit solchen Menschen um? Aggression hat immer einen Auslöser. Die Frage ist, ist es die Demenz, die das auslöst, oder ist es eine wahnhafte Vorstellung? Da stellt sich jetzt die Frage, und da sollte man immer einen Neurologen hinzuziehen, beziehungsweise einen Gerontopsychiater, wenn die Betroffenen anfangen, Wahnvorstellungen zu entwickeln, da ist es schwer mit umzugehen, da brauchen sie Hilfe. Mhm. Ganz häufig reagieren die Leute aber mit Aggressionen, wenn sie einfach überfordert sind. Mhm. Weil sie nicht mehr in der Lage sind, sich an die Umwelt zu adaptieren und dann einfach ein Clash stattfindet, also ein Zusammenprall zwischen der Realität und deren Wahrnehmung. Ja. Und da heißt es, an den Menschen herantreten mit viel Wertschätzung.
Das stimmt. Und sich professionelle Hilfe holen. Auf jeden Fall. Herr Dutzmann, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns heute besucht haben. Ja. Rund um Besuch. Danke, dass ich hier sein durfte. Egal, ob man jetzt einen kranken Angehörigen pflegt, sich ehrenamtlich für andere engagiert oder einfach nur alles für seinen Arbeitgeber gibt, irgendwann muss man auch mal an sich selbst denken, sich selbst pflegen oder sich selbst was Gutes tun. Zum Beispiel mit einer Massage. Da ist das Angebot ja riesig. Ne? Es gibt Thai, es gibt Ayurveda oder andere Wellnessmassagen. Und nicht immer findet man im Alltag die Zeit für den Gang in den Wellness-Tempel. Und deswegen haben wir mit einem Fachmann Massagegeräte für zu Hause getestet. Vier unterschiedliche Massagegeräte, alle für unter 100 Euro. Die 23-jährige Ruth und ihr Freund Felix testen sie für uns. Profimasseur und Sportphysiotherapeut Robert Schillinger wird sie dabei unterstützen. In seiner Praxis kümmert er sich um Menschen mit starken Verspannungen und Verhärtungen. Beschwerden, die auch Ruth und Felix kennen. Durch meine handwerkliche Tätigkeit beim Friseur verspannt sich bei mir der Nacken- und Schulterbereich, da ich den schweren Föhn 100-mal am Tag in diese Position bringen muss. Und der wiegt halt doch ein gutes Stück. Und dadurch verspannt sich das dann bei mir. Ich sitze im Studium sehr viel vor dem Computer und deswegen verspannt sich bei mir primär der Nacken- und Schulterbereich. Vielleicht kann ja dieses Nackenmassagegerät helfen. Kostenpunkt rund 62 Euro. Die Handhabung erscheint simpel. Gerät einfach um den Nacken hängen, Stecker rein und los geht's. Drei verschiedene Geschwindigkeitsstufen und eine zuschaltbare Wärmefunktion sollen für Entspannung sorgen. Acht kleine Massageköpfe drehen sich in verschiedene Richtungen. Durch die Armschlaufen soll Ruth die Intensität und die exakte Stelle der Massage selber bestimmen können. Sie startet mit Stufe 1. Oh, nee, also das fühlt sich schrecklich an. Das tut weh. Wenn du mit deinen Armen variierst, gibt es dann keine gemütlichere Position? Mhm. Ja, so vielleicht, weil es dann am Nacken ist, aber... Schaut sehr gemütlich aus. Das ist nicht entspannend. Doch Moment, Felix bemerkt, die beiden haben das Gerät falsch herum aufgesetzt. Also, auch wenn alles eindeutig erscheint, immer die Gebrauchsanweisung gut durchlesen. Besser jetzt? Also egal, wie rum man das nimmt, das Gefühl bleibt dasselbe. Also das Gerät, das fühlt sich sehr ruppig an und sehr grob. Also die Kugeln fühlen sich auch sehr spitz an. Und was sagt der Profi dazu? Also bei dem Gerät sind die Kugeln viel zu hart. Diese Schlaufe sorgt nicht dafür, dass man entspannen kann. Und letztendlich, dadurch, dass man schon alleine, um das Gerät zu halten, die Arme halten muss, findet da keine Entspannung statt und es findet auch kein Massageeffekt statt. Dieses Gerät ist bei unseren Testern eindeutig durchgefallen. Runde 2. Vielleicht hat ja das Handmassagegerät mehr zu bieten. Getestet wird ein Modell für rund 30 Euro. Felix stehen drei verschiedene Aufsätze mit unterschiedlichen Härtegraden zur Verfügung. Die Massagetechnik ist eine andere als beim ersten Gerät. Und zwar eine Klopfmassage. Ein Motor produziert bis zu 3800 Schläge pro Minute. Über einen Regler lässt sich die Schlagzahl regulieren. Felix startet direkt mit der höchsten Stufe. Also ich empfehle, das Gerät bedienen zu lassen. Wenn man selber was tut, ist der Muskel nicht entspannt und dann kann man auch nicht entspannen. Dann kann der Muskel auch nicht locker werden. Zu zweit geht es wesentlich besser. So angenehm? Auf dem Muskel ist es sehr angenehm. Besonders gut ist, dass man mit dem Gerät wirklich individuell die Punkte anfahren kann und dass man auch den Druck regulieren kann. Das Gerät hat einen riesen Vorteil, dass es halt ein sehr punktueller Druck ist, der auch gut steuerbar ist für den Einzelnen, sorgt für eine gute Durchblutung. Also wenn man da auf den Muskel geht und man geht tief in den Muskel rein, kann man auch eine richtig verhärtete Stelle damit weich kriegen. Kann da ein Massagekissen mithalten? Diese gibt es bereits für 20 bis 30 Euro. Klein, handlich, aber auch gut. Ruth befestigt das Gerät mit dem integrierten Band an einem Stuhl. Vier Massageköpfe drehen sich um sich selbst, abwechselnd vor und zurück. Die Arme bleiben hierbei frei, sodass sich der Körper entspannen kann. Zusätzlich bietet das Gerät auch eine Wärmefunktion. Von der Intensität und vom Druck her ist es sehr angenehm.
aber es ist auch nicht zu fest. Man kann es gut aushalten, auch über einen längeren Zeitraum. Das Gerät ist an verschiedenen Körperstellen einsetzbar, auch am unteren Rücken. Doch dort stößt es bei 90 Kilo Mann Felix an seine Grenzen. Wenn ich aufrecht sitze, nicht angelehnt, dann ist es sehr angenehm. Aber wenn ich mehr Druck haben möchte und mich nach hinten lehne, dann kommt der Motor nicht mehr hinterher, weil dann zu viel Druck auf den Motor lastet. Also angenehm, aber mit zu wenig Power. Die Kugeln, die sich da dreht, die drehen sich halt nur wirklich auf einem kleinen Bereich und nutzen halt einfach nur einen kleinen Bereich der Muskulatur. Und das führt nicht wirklich dazu, dass es sich dann entspannt. Mehr Massagefläche bietet eine Sitzauflage wie diese für knapp 86 Euro. Einsetzbar auf Stühlen, Sofas oder im Auto. Anders als bei den Geräten zuvor, die Auflage massiert an mehreren Stellen gleichzeitig. Am Nacken, am ganzen Rücken und durch Vibration am Gesäß. Was mir sehr gefällt, ist, dass es warm wird. Das Gerät, das massiert tatsächlich also vom unteren Rücken bis ganz hoch in den Nacken. Also da ist eigentlich jeder Bereich abgedeckt. Also ich bin begeistert. Aber wer größer als 1,75 Meter ist, sollte darauf achten, dass er die verstellbare Variante kauft. Für Felix ist dieses Gerät hier zu klein. Das ist mit Sicherheit das wertigste Gerät, das wir heute getestet haben. Es massiert den ganzen Rücken von ganz oben bis ganz unten. Die Vibrationsplatte sorgt für zusätzliche Entspannung vom unteren Rücken her. Und diese Nackenhörnchen massieren den Nacken aus, sodass also auch da eine gewisse Erleichterung zu spüren ist. Fazit: Zwei Geräte konnten unsere Tester überzeugen. Das mobile Handgerät mit der Klopfmassage und die Sitzauflage mit großflächiger Massage an mehreren Stellen. Solche Geräte können helfen, im Alltag zu entspannen. Wer aber ernsthafte Probleme hat, der sollte sich den Händen eines Masseurs anvertrauen. Ja, ich finde auch, es geht doch nichts über einen Masseur aus Fleisch und Blut. Man kann sich ja auch was Gutes tun, indem man mal anfängt, ein bisschen mehr auf seine Ernährung zu achten. Immer mehr Menschen verzichten auf Fleisch und ersetzen es zum Beispiel durch Soja oder Tofu. Ein deftiges Steak, das knusprige Hähnchen oder die Wurst aufs Brot. Die Deutschen essen Fleisch, viel Fleisch. Der durchschnittliche Fleischkonsum in Deutschland liegt weit über der Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Aus gesundheitlicher Sicht sollten in der Woche nicht mehr als 300 bis 600 Gramm Fleisch verzehrt werden. Das sind rund 16 bis 31 Kilogramm pro Jahr. Nach Angaben des Bundesverbands der deutschen Fleischwarenindustrie ist aber jeder in Deutschland durchschnittlich gut 60 Kilo Fleisch pro Jahr. Weniger Fleisch ist also angesagt. Rund 10% der Menschen in Deutschland gehen einen Schritt weiter. Sie sind Vegetarier. Auch Produkte, die extra für Vegetarier entwickelt wurden, sind häufig nicht so gesund, wie man denken mag. Geschmacksverstärker und Zucker machen auch diese Produkte nicht automatisch zu einer gesunden Alternative. Auch bei vegetarischen Produkten sollte man darauf achten, dass sie keine Zusatzstoffe enthalten. Am besten geeignet sind da natürlich frisches Obst und Gemüse. Wie geht Fleisch ohne Fleisch? Wie gut, dass wir unseren Foodcoach haben, Jasmin Brandt. Genau. Schön, dass du wieder dabei bist. Sag mal, viele Leute essen ja sowohl aus ethischen Gründen als auch aus umweltökologischen Gründen kein Fleisch. Man kann sich aber so etwas wie Fleischersatz ziemlich einfach selbst herstellen. Genau, viele wollen darauf verzichten und das ist auch okay, weil man eben ganz viele Alternativen hat, womit man fleischähnliche Konsistenzen auch erreichen kann. Ja. Vom Geschmack her muss man natürlich sagen, klar, schmeckt es nicht wie ein Steak, aber es schmeckt trotzdem sehr, sehr lecker. Und wobei ich mich ja oft frage, wenn ich mich dafür entscheide, kein Fleisch mehr in meinem Leben zu essen, ne, warum will ich dann trotzdem sowas wie Fleischersatz haben? Also ich kann doch auch eigentlich komplett auch selbst auf eine Simulation von Fleisch verzichten, oder? Ich glaube, es gibt Leute, die den Geschmack aber eigentlich mögen und eben aus Gründen verzichten, weil sie halt einfach ihren Konsum runterfahren wollen. Hm. Und die suchen dann eben nach solchen Alternativen. Aber man muss halt sagen, dass natürlich pflanzliche Lebensmittel nicht nach Fleisch schmecken und dass halt auch eben solche Ersatzprodukte, die man im Supermarkt bekommt, ja, die haben wir so ein paar. Genau, die erreichen diesen Geschmack halt nur mit Geschmacksverstärkern
und mit noch ganz vielen anderen Zusatzstoffen, die meistens aber dementsprechend nicht gesund sind. Weil viele sagen ja auch, ich möchte mich vegetarisch oder vielleicht sogar vegan ernähren, weil ich gesünder essen möchte, aber das ist eben nicht der Fall. Wenn man mal auf die Zutatenliste weil schaut. Da halt, weil da nur Chemie drin ist da eigentlich. Da ist ziemlich viel Chemie drin, da ist ziemlich viel Weizen, Gluten auch drin, da sind Emulgatoren drin, da sind Geschmacksverstärker drin. Und wenn man auch mal drauf schaut, zum Beispiel hier der Käse, beim Käse denkt man ja, okay, Milchprodukt, sind normalerweise Proteine mit drin. Und jetzt haben wir hier einen veganen Käse, der eigentlich nur aus Kohlenhydraten besteht. Mhm. Das heißt, ja, vegetarisch und vegan heißt nicht unbedingt gesund. Gesund, ja, okay. Genau. Dann hast du uns ein ziemlich einfaches und gutes und schnelles Rezept mitgebracht, wie man so einen Bratling herstellen kann. Genau. Und da wir hygienisch einwandfrei sein wollen. Genau, darfst du dir schon mal die Handschuhe einmal anziehen. Zieh ich mir Handschuhe an. Wir werden heute nämlich einen Bratling aus Kichererbsen machen. Kichererbsen ist eine Hülsenfrucht, die wie andere Hülsenfrüchte für Vegetarier eine super Alternative ist, weil eben eine Hülsenfrucht unter anderem auch Eisen enthält. Das ist was, wo Vegetarier manchmal dazu neigen, einen Mangel eventuell zu haben, weil sie halt eben nicht so viel tierische Produkte zu sich nehmen. Und wir haben natürlich in der Hülsenfrucht noch ganz viel Ballaststoff. Und das Schöne ist, dass man eben mit gewissen Bindemitteln, wie zum Beispiel mit Leinsamen, das hier sind Leinsameier, so nennt man die, das heißt, es ist eigentlich nur Leinsamen in Wasser aufgequellt, dass man daraus auch dann wirklich solche Bratlinge formen kann, die dann auch gebunden sind und in dem Fall jetzt sogar auch noch vegan dann tatsächlich sind. Ja, perfekt. Genau. Was darf ich tun? Ich wäre bereit, Ihnen zu assistieren, Frau Das Brandt. Ist super. Du darfst als allererstes mal die Kichererbsen tatsächlich in den Mixer schütten und die einmal durchmixen, weil wir brauchen die in etwas kleinerer Form. Genau. Wichtig ist bei Kichererbsen, ich habe einen super Fehler gemacht. Ich habe Hummus machen wollen und habe halt auch Kichererbsen eingeweicht über Nacht. Das war gut. Hab dann am nächsten Tag gemixt und denke mir, was ist das so faserig? Man muss sie vorher kochen auch noch. Ja? Das sollte man machen, das haben wir natürlich vorher gemacht. Ja. Genau, darfst du einmal einschalten. Ach so, ja, genau. Perfekt. Und dann einmal durch. Es gibt sie aber auch fertig in der Dose schon quasi so, dass man sie direkt in den Mixer packen kann. Du musst etwas lauter sprechen jetzt. Achtung. Genau, einmal schön durchmixen. Genau, das reicht eigentlich schon. Genau. Würde man jetzt noch mal so ein bisschen runterrühren. Was ja viele auch als Ersatzprodukt haben, neben jetzt den Hülsenfrüchten, die wir haben, ist Tofu. Das ist ja auch eine ganz bekannte vegetarische Alternative. Lässt sich natürlich auch super gut verwenden, kriegt man auch schon in fertiger Form. Ich würde aber da zum Beispiel mit dem Verzehr auch etwas vorsichtiger sein. Das heißt, auch bei Tofu, beziehungsweise Tofu entstanden aus Soja, hat auch den Verdacht, dass da bestimmte östrogenhaltige Hormone auch mit drin sind, sodass eine große Menge an Tofu dementsprechend auch nicht gesundheitsförderlich ist. Ich würde da auch sagen, es genauso zu behandeln wie Fleischverzehr auch, dass man es nicht täglich isst, sondern vielleicht ein- bis zweimal pro Woche. Es kann aber dann eben die Sojabohne, kann dann halt schon eine ganz gute Alternative auch für Vegetarier sein, weil sie halt sehr eiweißreich ist. Und das ist was Vegetarier natürlich auch oft fehlt. Wobei aber auch die ökologische Variante bei Soja nicht unbedingt so viel besser ist. Ne? Das stimmt. Ja. Man muss aber dazu sagen, dass 80% von dem Soja, was angebaut wird, eigentlich für Tiernahrung verwendet wird. Das heißt, als Futtermittel, als Mastmittel und nicht unbedingt für jetzt den menschlichen Verzehr. Das heißt, da ist die Ökobilanz dann nochmal ein bisschen andere. Genau, jetzt haben wir die Kichererbsen hier drin. Jetzt darfst du eigentlich die ganzen anderen Zutaten einmal dazu schütten. Also die Leinsameier, vielleicht nur einen kleinen Teil davon. Jetzt haben wir ein ganzes drin. Naja, ist nicht so schlimm. Machen wir ein paar Zwiebeln dazu. Getrocknete Tomaten, auch immer ganz lecker. Wir haben das auch so ein bisschen orientalisch heute angehaucht. Man kann natürlich jegliche Gewürze dazu nehmen. Wir haben Kreuzkümmel dazu, sorgt auch immer dafür, dass man die Hülsenfrüchte ein bisschen besser gut auch verträgt. Genau, gut für die Verdauung. Wir haben Kurkuma dabei, auch eine ganz gute Wirkung. Anti-entzündlich soll das wirken. Das heißt, es macht auch immer Sinn, das in die Lebensmittel mal mit reinzumischen. Sehr gut fürs Gehirn. Genau, ein bisschen Cayennepfeffer noch mit dazu. Knoblauch, wer es mag. Sehr gerne. Das heißt auch noch mit dazu. Sollen ja am nächsten Tag die Kollegen auch noch was davon haben. Genau. Und wir haben hier noch Tahin. Tahin ist ein Sesampaste. Genau, Sesampaste, die kannst du auch mal noch mit reinkippen. Gibt natürlich auch noch ein bisschen Geschmack. Auch gerade im orientalischen Bereich wird das viel verwendet. Mhm. Genau, perfekt. Sehr gut. Ich kann natürlich genauso gut mit, ich muss nicht immer nur Kichererbsen verwenden, ich kann auch vegetarische Varianten mit, genau, einmal richtig durchmixen, mit natürlich anderen Bohnenarten herstellen. Mhm. Ich kann auch Nüsse für sowas verwenden. Wir haben jetzt hier noch ein bisschen Hafermehl, was du zum Binden zum noch mit reinmachen kannst, dann wird das ein bisschen dicker. Genau. Hafermehl übrigens ganz einfach hergestellt, indem ich einfach Haferflocken auch in den Mixer mache und schon habe ich ein fertiges Hafermehl. Und das Schöne ist, bei dem Hafermehl, da haben wir auch nochmal wieder ein paar Proteine, weil da haben Vegetarier eben, wie gesagt, ein bisschen Probleme, die
die herzustellen. Dann haben wir das Ganze hier einmal fertig. So sieht es aus. Entschuldigung, genau. Richtig, da ist ja alles drin. Mit Gewürzen drin. Ja, daraus formt man kleine Frikadellchen. Genau, und dann, liebe Jasmin, weil wir nämlich schon fast wieder am Ende sind, sieht das Ganze so lecker aus und genau so schmeckt es auch. Genau, gebacken und gebraten. Lass es dir schmecken. Ja, vielen Dank. Ihnen noch einen schönen Tag und schönen Abend. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie bitte rundum gesund. Tschüss. Ah, hervorragend. Ja. Schmeckt gut.